Hey Leute, auf meinem Kanal habe ich euch ja schon ganz oft Lifehacks gezeigt. Allerdings bin ich bei meinen Recherchen auch immer wieder auf Lifehacks gestoßen, die ich total verrückt fand und wo ich irgendwie geglaubt habe, dass die wahrscheinlich niemals wirklich funktionieren könnten. Und ich habe mir gedacht, dass ich die heute einfach mal mit euch zusammen ausprobiere. Und ich habe diese Idee bis jetzt noch nicht auf YouTube gesehen und bin deswegen sehr, sehr gespannt, wie sie euch gefällt. Falls ihr Lust habt auf mehr Videos von dieser Art, dann würde ich mich natürlich auch sehr über einen Daumen hoch freuen. Dann wird es bestimmt mehr Live-Tests von Hacks geben. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Wir beginnen jetzt einfach mal mit einer Handyhülle, die man sich aus Luftballons machen soll. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Und wenn, dann sieht es, glaube ich, ziemlich, ziemlich hässlich aus. Aber wir probieren es einfach mal aus. Zuerst einmal müssen wir natürlich den Luftballon aufblasen und dann müssen wir von oben das Handy gegen den Luftballon drücken und dabei zeitgleich etwas Luft aus dem Luftballon lassen. Und eigentlich sollte sich dann quasi der Luftballon um das Handy herumstülpen, was bei mir leider nicht so gut funktioniert hat beim ersten Versuch. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das Ganze mit einem kleineren Handy auszuprobieren, beziehungsweise mein Freund hat das dann ausprobiert und er hat dafür den Luftballon auch noch etwas größer aufgeblasen und das Ganze hat dann tatsächlich funktioniert und wir hatten dann quasi eine Handyhülle. Mit einem größeren Luftballon hat es dann auch bei meinem Handy geklappt. Allerdings war irgendwie die Hälfte vom Display verdeckt, was etwas schade war, obwohl wir das auch noch mehrfach ausprobiert haben. Und irgendwie kann man das Handy dann auch nicht so gut nutzen, wenn die Hälfte vom Display eben verdeckt ist. Und das Mundstück vom Luftballon sieht auch nicht gerade so toll aus am Handy. Und deswegen war das Ganze leider ein Fail. Weiter geht es jetzt mit einer sehr femininen Art, so eine Flasche hier zu öffnen. Ihr braucht zunächst einmal eine Wimpernzange. Und mit dieser soll es anscheinend sehr, sehr leicht gehen, eine Flasche zu öffnen. Wie ihr hier seht, hat das leider nicht so gut bei mir geklappt beim ersten Versuch. Dann habe ich das Gummistück rausgenommen aus der Wimpernzange und damit konnte ich auf jeden Fall schon mal besser die Flasche greifen. Dann hat es auch noch Jonas ausprobiert und dabei ist irgendwie ein Teil vom Deckel hochgegangen und dann irgendwie total viel Inhalt aus der Flasche raus, was einfach nur total die Sauerei war und die Flasche war an sich irgendwie trotzdem noch zu, was echt ziemlich unpraktisch ist. Und wir haben nachher bestimmt 7 Minuten gebraucht, bis die Flasche dann wirklich aufging. Und deswegen ist das Ganze leider auch eher ein Fail. Dann habe ich von einer ziemlich coolen Technik gelesen, wie man solche Cherry-Tomaten schneiden kann. Und zwar das einmal sehr schnell, aber auch sehr sicher, also ohne sich die Finger zu schneiden. Und ich bin mal auch sehr gespannt, wie praktisch das ist. Dafür müsst ihr zunächst einmal einfach all eure Tomaten auf einen Teller legen und dann einen zweiten gleich großen da drauf. Das Ganze sollte dann so aussehen, also mit einer kleinen Lücke dazwischen. Dann braucht ihr auch noch ein Messer und könnt einfach entlang dieser Lücke schneiden. Das geht wirklich sehr, sehr einfach und schnell. Ihr könnt auch immer den Teller etwas drehen. Und da kann man wirklich nichts falsch machen und sich vor allem auch nicht schneiden. Dann habe ich den Teller hochgemacht und das Ergebnis war wirklich, wirklich ziemlich beeindruckend. Ich habe nur leider an einer Ecke wohl vergessen zu schneiden, weil da waren 3 Tomaten total unberührt und das war dann etwas doof. Aber das war dann wohl eher mein Fehler. Aber ansonsten waren die Tomaten wirklich sehr gerade und mittig geschnitten und deswegen ist dieser Hack auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Ich habe von einer Technik gelesen, wie man es schaffen soll, freihändig einen perfekten Kreis zu malen. Und ich habe auch ein paar Ergebnisbilder gesehen und die Kreise waren wirklich perfekt. Deswegen bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, ob das auch bei mir klappt. Wichtig bei diesem Hack ist es, eure Hand auf genau diesen Fingerknochen hier abzustützen, wenn ihr den Kreis malt. Und das Ganze habe ich dann hier einmal ausprobiert und das Blatt dann quasi mit der anderen Hand einfach gedreht. Beim ersten Versuch hat es nicht so gut geklappt, beim zweiten Versuch aber schon. Und dann hat es auch noch mein Freund ausprobiert und bei ihm hat es auch beim ersten Versuch noch nicht ganz so gut geklappt. Beim zweiten aber umso besser, vor allem mit dem Bleistift ging das auch wirklich, wirklich gut. Und deswegen finde ich, ist das irgendwie noch so ein bisschen Übungssache. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann geht es auf jeden Fall. Und hier hat mein Freund euch noch ein paar Botschaften dagelassen. Das war natürlich nicht ernst gemeint, aber ihr könnt dem Video trotzdem einen Daumen nach oben geben. Dann zeige ich euch eine Technik, wie man nahezu perfekt eine Wassermelone schneiden soll. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, ob das dann bei mir auch so schön aussieht und ob das nicht irgendwie einfach nur eine Wassermelonenverschwendung ist. Zunächst einmal hat mein Freund die Wassermelone einmal in der Mitte durchgeschnitten und dann habe ich auch schon angefangen, diese spezifischen Schnitte zu setzen. Und zwar einmal an der Seite und dann auch noch oben so eine Art Schachbrettmuster. Das Ganze war aber eine ziemliche Sauerei, weil von den Seiten her total
viel Wassermelonensaft rausgeflossen ist, was ziemlich doof war und ihr seht das ja auch so ein bisschen auf dem Brett. Und wenn ihr das nachmacht, dann bitte nur draußen, denn ihr wisst gar nicht, wie viel von diesem Wassermelonenzeug bei uns da noch auf dem Boden rumlag. Dann müsst ihr einfach mit einem Löffel die Wassermelonenstücke rausheben bzw. einfach auflockern und dann in eine Schüssel umfüllen. Und wie ihr seht, ist die Wassermelone eigentlich perfekt ausgehöhlt und es ist auf jeden Fall keine Verschwendung, weil so gut wie jedes Stück mit rausgekommen ist. Dann habe ich die Stücke wieder zurück in die Wassermelonschale getan und das sah dann so aus. Und Leute, es hat getropft wie sonst was. Meine ganzen Socken waren dann auch total voll von diesem ganzen Zeug. Deswegen würde ich das, glaube ich, nicht nochmal nachmachen. Übrigens habe ich jetzt auch Snapchat, dort heiße ich juliamaria.f, also falls ihr mir dort noch nicht folgt, dann könnt ihr das jetzt machen. Hier findet ihr einmal meinen Back to School Supplies Haul und darunter verlinkt ist noch ein Video zum Thema Ernährung, also so eine Art Food Diary. Ich wünsche euch dann noch einen ganz, ganz schönen Tag und wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dann, ciao!